Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück bei Song of Horror, wo es weitergeht, hier zurück im Archiv, wo es jetzt heißt, erstmal die Keycard zu finden. So, nochmal hier durchlesen. Gehen Sie zu den Regalen für den Themenbereich, den Professor Dunn lehrt. Okay, suchen Sie dort den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde. Merino. Zählen Sie viele Regale nach rechts, wie die Größe von Duns Hut und schauen Sie in die oberen Fächer. Die Größe von Duns Hut. Professor Dunn lehrt. Okay, Dunn. Professor Dunn hat da hinten sein Büro. Das war hier durch, genau. Mal gucken. So, Professor Dunn, ist der da drauf? Ich glaube, der war nicht hier drauf, ne? Doch, Zachary Dunn da oben. Alle möglichen Diplome. Notizen zur akademischen Forschung. Irgendwo. Also, das heißt, irgendwo war doch hier. Genau, Prüfung. Ich meine, irgendwo gab es so eine Art Stundenplan, den man einsehen konnte. genau war das. Also, hier ist der Hut. Right. So, Filzgröße 8. Das heißt, ich müsste 8 Einheiten nach rechts zählen. So, war das hier irgendwo? Das sind Stundenpläne. Müsste ich bei den Regalen selber gucken, steht da auch noch was. Aber da hängt ja auch noch ein Hut. Mhm. Aus braunem Filz. Ein Hut aus braunem Filz, laut einer Kette hat die Größe 6. Dem Hut ist eine Kette Größe 6. Aber. Nicht mit meinem. Besser mitnehmen. Duns Hut. Zylinder sind entweder 8 oder 6 Fälle. Very troubling. Ja, paar Dinge. So, also, dann gehen wir mal gucken. Unbrauchbare Notizen. Geh hier mal gucken. Regal B. Regal B. Aber da sind nur die Regalnamen drauf, ne? Regal C. Es muss ja irgendwo eine Übersicht geben.
wissen, was hier gelehrt wird, der liebe Dan. Süßigkeiten normal, ich bin so lange gewöhnt, alle Arten von Müll zu essen, wenn ich im Dienst bin, dass ich mich mit diesen Automaten wie zu Hause fühle. Ah, guck mal da. Ah, ja. Oh boy, okay. Aslip, Litzot, Sotzwill, okay. Geschichte und Geometrie, Literatur. Okay, was hat er denn gelehrt? Dann guckst du dir nochmal an. Also. Ja, Glove zum können Sie mal. Ich dachte, okay, ich fahre am Wochenende weg und ich habe dann so, gehen Sie in den Rahmen für den Themenbereich, den Professor Dan lehrte. Lehrt. Professor Dan. Also muss ich nach dem Zylinder vielleicht gucken. Aber was lehrt der denn? Güde. Das weiß ich halt noch nicht, ne? So, nochmal ins Büro. Good. Zachary Dan. Was lehrst du uns? Akademische Forschung. Okay, 2:30 Prüfung. Da kann ich auch nichts machen. Was lehrt er? Mhm. Alle möglichen Diplome. Dokumente vom Professor. Also ich vermute mal, dass das der ist. Größe 8. Okay. Zachary Dan, das ist der Akademie. Oh, Junge. Philosophie, Religion, grundlegende Wissenschaften, Kunst, Literatur, Geschichte und Geografie. Und da unten geht's noch weiter. Komme ich da nicht schon hin? Da könnte ich runter. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. So, was haben wir hier? Hm? Diaprojekte. Es fehlt das Stromkabel. So viel Dias im Filmraum ist es möglich, dass Hascha war, der hier nachgeforscht hat, aber es gibt keine Möglichkeit, das herauszufinden. Okay, dann gehen wir runter. Das Notizbuch hat nichts mit dem zu tun, was ich suche. Gut. Jemand hat in diesen Unterlagen Notizen zu verschiedenen Regalen und Büchern eingetragen. Ich bezweifle, dass diese Notizen etwas mit meiner Forschung zu tun haben. Ich komme gleich hoch. Menschen sollten so schwere Kartons mit mehr Vorsicht an. Okay. Regal Y. Das aber auch nicht.
suchen Sie dort nach dem Abschnitt, der meinen Namen enthalten würde. Merino. Verwechseln Hutsprache, wenn ich meine. Sie sind sehr unterschiedlich. Pisst, ich nehme den Hut auch nicht mit. Okay, Merino. Merino, warte mal, steht da. Warte mal, lass mal noch gucken. Der meinen Nachnamen enthalten würde. Ja, dann Sprachen. Hat er Sprachen? Weil hier ist Abi bis mehrere. Das würde ja passen. Also Regal I. Lies nochmal rein. Den Bereich mal leerte. Suchen Sie dort den Abschnitt, der meinen Nachnamen enthalten würde. Also Sprachen, Regal I. Okay. Regal I. A, B, C, D, E, F, G, H, Regal I. Okay, dann zählen Sie so viele Regale nach rechts wie die Größe von Dan's Hut und schauen Sie in die oberen Fächer. Also muss ich jetzt 8 Regale nach rechts. Ich stehe davor. 8 Regale nach rechts. Das hat die Sache. Okay, 1, 2. Immer da, wo das Schild steht, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8. In die oberen Regale. Ist es vielleicht da drin? No way. Nein. In diesem Regal habe ich nichts gefunden. Ah, Magnetkarte. Eine Karte mit einem Magnetstreifen auf der Rückseite. Ich sehe nichts Besonderes dran. Okay. Dann war das also das 8. Regal. Sehr schön, haben wir die Karte gefunden. Und damit kann man ja jetzt durch die Türe gehen. Der Tür hier oben. So. Erstmal hören. Ist alles still. Okay. Verschiedene Werkzeuge. Ich werde zurückkommen, um sie zu holen, wenn ich sie brauche. Okay. I have to block it now. Proceed with caution. So, was haben wir hier? Dias, ein Satz Dias. Sie sind dazu gedacht, auf eine weiße Leinwand projiziert zu werden. Was sind das für Zahlen? Ich verstehe nicht, was für Zahlen. Was für Zahlen? Wo sind da Zahlen drauf?
was auch immer. Nimmst du die mit? Gut. Die Batterie ist verrostet, es wäre nicht sicher, sie zu benutzen. So, was haben wir hier? Industriereinigungsprodukte, sie könnten giftig sein. Okay, mehr ist hier aber nicht. Gehst du raus. Beschriftete Videobänder. Ich habe keine Zeit, sie zu untersuchen. Okay, der Raum ist recht klein, mündet aber nochmal ab. Oh, das ist eine Videokassette. Eine Videokassette vor allem. Maxwells Sprachaufzeichnung. Das ist eine Sprachaufzeichnung von Maxwell, dem Hausmeister im Geschichtsinstitut. Hausmeister auch. Eine Erscheinung gehabt. Diese Tafel ist schmutzig. Ich sehe keine freien Stellen. Von hier hat niemand irgendwelche Blätter mitgenommen. Okay. Da geht's runter. Okay, und was genau mich da unten erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin macht es gut und ciao, ciao.